Wichtig ist auch, dass man nicht mit Leuten nach dem Mund redet. Als politisch Verantwortlicher muss man aber zuhören. Für heute Abend ist meine Devise, wir können über alles reden. Herr Minister, erklären Sie uns mal, warum wir das Schweizer Modell in der Rentenversicherung nicht in Deutschland implantieren können. Ich habe eine Frage zur Zukunft der Arbeit. Wie weit sind Sie da gekommen? Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Mir gefällt das sehr gut, Ihre beiden Hinweise. Ich habe eine Frage zum Status von Selbstständigen. Wollen Sie noch kurz dazwischen intervenieren? Wie kommen denn wir an Menschen, wenn wir doch wissen, dass der demografische Wandel sich einfach fortschreiten wird? Wir machen eine Abmachung. Ich werde mit der Bundesagentur für Arbeit mit den Kollegen in Halle reden, ob es nicht Leute gibt, die sie gebrauchen könnten. Weil nicht nur wir müssen uns verändern, sondern auch Sie müssen diese Veränderung mitmachen. Meine Überzeugung ist, dass die gesetzliche Rentenversicherung eine tragende Säule oder die tragende Säule der Alterssicherung bleiben muss. Und ich frage mich immer, warum braucht Politik immer so lange, um Dinge ordentlich auszuarbeiten? Mhm. Das sind ja quasi 10 Jahre, die jetzt quasi schon an diesem Bundesteilhabegesetz gearbeitet wird. Deutschland hinkt da wirklich hinterher. Manchmal habe ich da auch das Gefühl, das liegt auch an unserer besonderen Art des Föderalismus. Der hat andere Vorteile, ich will den auch nicht bashen, aber das ist schon ein Thema. Ich bin Ihnen dankbar, weil Sie heute an einem Bürgerdialog teilgenommen haben, in dem es darum geht, Dinge zu verbessern. Auch zu beschreiben, wo sie nicht laufen, aber zu verbessern. Das hat mir echt das Wochenende gerettet.